Und damit wieder mal einen wunderschönen Buongiorno, Ladies and Gentle People, hier auf meinem Kanal. Es ist wieder einige Zeit vergangen und dieses Mal kümmern wir uns wieder um eine Loot Chest. Eine neue Box ist angekommen. Diesmal, wie es mir scheint, eigentlich sehr leicht. Und ja, ich würde sagen, ich will uns gar nicht weiterhin auf die Folter spannen. Ich selbst habe auch noch nicht reingeschaut, deswegen bin ich mal gespannt, was uns so erwarten wird. Und dann würde ich sagen, let's go! Was war das denn jetzt? Okay, dafür brauchen wir jetzt erst einmal was Scharfes. Und ich alleine reiche dafür nicht aus. Was haben wir hier? Für den Nerd mit dem Shirt ein neues Shirt. Auch passend zu Nintendo, dieses Mal mit Mario und beim nächsten Mal dann mit Zelda. Ich hoffe, das kann man so erkennen. Hier unten Link drauf zu sehen. Hier und einmal dort sein Schwert. Schönes T-Shirt. Geil. So, machen wir gleich mal weiter. Magic Gum. Was damit passiert, weiß ich schon. So, was haben wir hier noch? Ein kleines Stofftierchen. Aber welches uns hier drin erwartet, kann ich nicht sagen. Es ist von Spider-Man. Habt ihr schon den neuen Trailer gesehen zu dem neuen Spider-Man-Film? Dieser spielt ja wohl definitiv nach dem Avengers Endgame. Was ich ein bisschen schade finde, dass der Trailer jetzt schon rausgekommen ist, denn bis jetzt wurde ja noch nicht zu viel gespoilert für den Avengers-Film. Dementsprechend habe ich mir gedacht, so, alles klar. Spidey, gut, Spider-Man überlebt, sollte ganz klar sein, aber ich fand, das war so ein bisschen gespoilert und man hätte damit warten können, bevor man den Avengers-Film gesehen hat. Gut, wie gesagt, wir haben hier ein Stofftier, einer der Spider-Man ist drin. Wir haben hier unter anderem, vielleicht kann man das so erkennen, wenn ich es mal so hinhalte, Spider-Man, Venom unter anderem könnte drin sein, Peter Parker im Spider-Man-Kostüm, aber ohne Maske. Der Green Goblin könnte drin sein, es könnte aber auch Spider-Gwen drin sein. Nein. Ich werde nicht reingucken, ich will auch gar nicht wissen, was da drin ist, denn dieses kleine Päckchen packe ich schon mal zu dem Magic Gum. Als nächstes haben wir was. Eine goldene Münze. Resident Evil 2 Limited Edition Coin. Auf der ganzen Welt gibt es nur 7000 weltweit individuelle Nummern, auch drauf gezeichnet, die Gold-Edition. Resident Evil. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das richtiges Gold ist. Doch, steht hier drauf. Interessant. Ich kann es immer noch nicht glauben. Sehr schön dazu Socken, Game of Thrones, mit dem Wappentier der Familie Stark. Welche Größe das ist, kriege ich hier jetzt nicht raus. Einheitsgröße. Ich muss dazu sagen, ich lebe auf besonders großen Fuße. Ich habe Schuhgröße 46, 47.
Wenn das hier eine Einheitsgröße ist, müsste das heißen, das müsste jemandem passen, der die Schuhgröße 38 hat oder wie ich Schuhgröße 46, 47. Das werde ich dann mal austesten. Okay, also, so, Moment. Passen. So, als nächstes haben wir hier ein Comic. 3 gratis Previews von Spider-Man, Deadpool und Avengers. Marvel Neustart. Kleine Bettlektüre. Und da ist er. Dort ist er. Der Elderstab. Als Kugelschreiber. Okay. Für diejenigen unter euch, die es vielleicht nicht wissen, ich bin ein sehr großer Harry Potter Fan. Wir haben hier unter anderem die gesamte Filmreihe von Harry Potter, was Harry einmal ausmacht. Wer es mal in alten Videos von uns gesehen hat, Hedwig sitzt bei uns zu Hause auf der Couch. Da ist sie. Ein nettes kleines Kissen. Eben halt die direkte, wo die richtige Eule von Harry Potter, Hedwig, die weiße Eule, die ja leider im letzten Teil oder im letzten Buch drauf geht. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden gespoilert. Flieg, du bist frei! Das war ein kurzer Flug. Dieses Mal wird das Päckchen für euch etwas kleiner ausfallen, heißt aber nicht, dass es weniger Sachen sind. Ich werde euch wie immer 3 Sachen zur Verfügung stellen. Wie gesagt, einmal das Stofftier von Spider-Man, dann einmal die goldene Münze von Resident Evil 2, die werde ich euch auch liebend gerne mit in das kleine Päckchen reinpacken und, worüber ich gar nicht so traurig bin, die Magic Gums, die lege ich euch mit ins Paket hinein. Was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich wieder bekannt. Einfach unten in die Comments reinschreiben, warum gerade ihr diese Sachen haben möchtet. Ich werde es dann wieder verlosen und werde gucken, wer von euch der glückliche Gewinner ist. Und damit soll es für diese Woche wieder von mir gewesen sein. Ich verabschiede mich von euch wie immer mit meinem gewohnten Hasta luego. Und nicht vergessen, anschauen, liken, teilen, abonnieren. Und bis dahin, macht's gut, sagt euch, euer Nerd mit dem Shirt, euer Mitch von Two Streak. So, und ich probiere mich jetzt nochmal an diesen Zauberspruch. Vengat Leviosa.